So, guten Morgen Leute. Heute geht es mal wieder um die Rollwände. Es gibt ganz, ganz viele Probleme bei der Rollwände, ganz, ganz viele Sachen, die man falsch machen kann. Und ich bin mir sicher, viele Leute kennen es einfach, wenn man mit dem Kraul anschwimmt, die Hände nach unten nimmt, die Rolle macht und dann weiß man irgendwie nicht so richtig, wo mache ich meine Arme hin. Dann gehen viele Leute wieder hin, obwohl die Arme eigentlich wieder in der Schwimmrichtung sind, nehmen sie zum Körper, machen irgendeine Bewegung und schaffen dann nicht mehr, sich richtig abzustoßen. Dafür gibt es ein paar richtig geile Übungen oder einfach eine coole Übung, wie man das Ganze beheben kann. Jetzt schauen wir mal, wie der Nebenmann das da Ganze macht. Ja, das war schon ganz ordentlich, kann man auf jeden Fall so sagen. Man kann es aber auch noch besser machen. Und ich habe jetzt für euch einfach ein paar Übungen, wie ihr dieses Verdrehen oder einfach dieses Problem, wo mache ich meine Arme hin, beheben könnt. Denn, stellt euch mal vor, ich schwimme an, ziehe dann, mache die Rollwände, liegen meine Arme eigentlich schon wieder in Schwimmrichtung. Also muss ich sie nicht wieder zum Körper ziehen. Deshalb habe ich jetzt den Poolnudel hier und ich fasse einfach diesen Poolnudel die ganze Zeit an. Schritt 1, ich schwimme jetzt ein bisschen den Kraulbeinschlag an, ziehe meine Arme nach unten, mache die Rollwände und bleibe einfach in der Rückenlage auf der anderen Seite liegen. Weil dann haben wir unsere Beine immer in Schwimmrichtung. Schritt 2, das Ganze jetzt an der Wand, dass wir natürlich auch die Wand treffen. Das Ganze kann man jetzt natürlich auch noch mit einer Viertel Drehung machen, da muss man jetzt ein bisschen Kraft aufwenden, um die Poolnudel einfach so festzuhalten, hier natürlich auch ein Auftrieb, aber ich schaue mal, ob das Ganze klappt. Da ist einfach wichtig, dass ihr euren Abstoß seitlich an der Wand habt. Und jetzt, ganz einfach, das waren jetzt, ich habe jetzt nicht viel dazu gesagt, aber manche von euch regt es ja auch manchmal auf, weil ich zu viel labere, deshalb heute mal nicht einfach so viel rumlabern. Jetzt das Ganze einfach ohne Poolnudel übertragen. Ja, ihr habt jetzt die ganzen Schritte gesehen. Eigentlich ist das Ganze relativ unkompliziert, aber man muss halt erstmal auf sowas kommen, dass man einfach so einfache Hilfsmittel für so coole Probleme oder für solche komplexen Sachen benutzen kann. Probiert es aus, wenn ihr euch vielleicht angesprochen fühlt, wenn ihr das Problem macht. Ich hoffe, das Video hilft vielen Menschen weiter, weil es kommen immer wieder Fragen zur Rollwende und ich weiß, es ist einfach ein großes Problem, aber die Rollwende ist so wichtig beim Kraulschwimmen. Man kann einfach so viel Zeit damit sparen, so viele Sachen vereinfachen. Deshalb, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn das Video gut war, wenn es euch weiterhilft. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.